Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von Phil Filler. Heute soll es um den Kaweco Student 70s Soul gehen. Was haben wir heute vor? Zuerst komme ich zu den Spezifikationen zum Stift, dann sage ich was Allgemeines zur Linie, dann gibt es ein kleines Hands-on, da gehe ich auf die Kappe, Schaft, auf das Griffstück, auf die Feder ein. Dann zeige ich, wie man die Feder beim Kaweco Student wechselt. Dann gibt es einen kleinen Größenvergleich, ein Schreibbeispiel und zum Schluss gibt es ein Fazit. Legen wir los mit der Spezifikation. Das Material ist Edelharz, die Farbe ist orange-weiß, das Gewicht ist 25,3 Gramm, die Länge im geschlossenen Zustand sind 13 cm, die Länge mit Kappe sind 16 cm, der maximale Durchmesser am Schaft sind 1,3 cm, der minimale Durchmesser am Griffstück sind 0,9 cm. Befüllt wird das Ganze mit einer Standardpatrone, also mit zwei kleinen oder einer Großraumpatrone, und der Preis liegt bei 53 Euro. Kommen wir zu den allgemeinen Inhalten zur Linie. Das Ganze würde ich bezeichnen als Jahrzehnte-Edition. Den Studenten gibt es in der Jahrzehnten-Edition in extra fein, fein, medium breit und extra breit. Es gibt die 50er Jahre Rock, die 60er Jahre Swing oder eben den hier 70er Jahren Soul. Kaweco bezeichnet die Studenten als nostalgischer Füllhalter aus hochwertigem Edelharz, wie eine Reise in die Vergangenheit. Geliefert wird der Füller mit einer königsblauen Kaweco-Patrone und einer schönen Blechbox, wie die hier. Hier passen zwei Füllhalter nebeneinander rein, so wird er geliefert. Die Box selbst ist, wie ich finde, sehr schön. Hier ist auch gut drin aufgehoben. Also wie gesagt, die habe ich auch schon nachgekauft für andere Füllhalter, die jetzt in keiner Box geliefert werden. Die habe ich dann so in meiner Kiste gelagert, dass die jetzt schön alle nebeneinander sind. Finde ich gut gemacht. Also hier, das ist die lange Version von der Kaweco Box. Es gibt noch eine kurze Version, die ist dann für den Kaweco Student, ach Quatsch, für den Kaweco Sport. Der ist ja bloß halb so groß. Also hier, demnach müsste dann die Dose dann noch kürzer sein, was er hier für, wenn ich einen Metallsport kaufe, ist er dann halt auch kleiner für die Dose. Also den normalen Kunststoffsport, den gibt es hier nur in einer Pappschachtel. Aber hier, den Student, gibt es in einer wunderschönen Blechdose und das ist auf jeden Fall ein schönes Gesamtpaket. Kommen wir zur Kappe. Die Kappe ist hier schön in einem Orange-Farbton. Es ist eine glänzende Kappe, also es ist ein Kunststoff, der glänzend ist, ist aber jetzt kein also ist kein leuchtendes Orange, sondern eher so ein dezentes, mattes, also jetzt pastellfarbenes Orange. Die Kappe selbst ist glänzend, glänzender Kunststoff. Auf dem Deckel selbst drauf ist wieder das Kaweco-Logo. Das ist dann auch in Silber zum Beispiel drauf bei den Sportmodellen. Das ist auch aus Kunststoff. Dann habe ich hier vorne ein Logo Kaweco Student Germany draufstehen. Also ist auch in einem Goldfarbton. Sieht richtig gut aus. Dann habe ich hier einen geschwungenen Clip. Der hat dann auch hier den Schriftzug Kaweco drauf, also den alten Kaweco-Schriftzug. Gefolgt von einer Linie, die dann hier in eine Raute reingeht, also in eine Rautenform. Und dort sind dann auch Verzierungen drin. Weiß ich aber nicht, hätte zuerst gedacht, dass das ein Pfeil sein könnte, aber dafür sind die Linien anders angeordnet. Vielleicht hat ja einer von euch die Idee, was die Pfeile hier darstellen sollen. Der Clip selbst ist sehr, sehr steif, also der wackelt jetzt großartig nicht und der, also man kann jetzt hier mit viel Kraft, kann man den jetzt hier biegen, also fürs tägliche Anklippen ist er jetzt nicht geeignet, also denke ich mir mal, er ist jetzt ein guter Rollstop, also er rollt jetzt hier nicht weg. Wenn ich jetzt hier was unterschieben würde, die Kugel da drunter, die ist jetzt hier vollflächig, das heißt, da wird jetzt auch nichts einschneiden, wenn ich den jetzt ans Hemd anpinnen würde. Da wird jetzt das Hemd keinen Schaden nehmen. Hier im unteren Segment habe ich dann hier ein schönes goldfarbenes Kappenband. Das ist dann wieder aus Metall und ist auch glänzend. Also hier der Clip ist auch aus Metall. Hier habe ich dann das wunderschöne Kaweco-Logo drauf, gefolgt von ein paar Punkten. Und hinten habe ich dann das Herstellungsland Germany draufstehen. Also gefällt mir optisch sehr, sehr gut. Kommen wir zum Schaft. Der Schaft ist weiß-cremefarben.
Er ist hier in der Mitte am dicksten, verjüngt sich dann sehr stark hier zum Ende hin und verjüngt sich leicht Richtung Griffstück. Angrenzend am Griffstück habe ich dann hier das Gewinde. Das Ganze ist aber hier nicht scharfkantig, also ich kann hier schön mit dem Finger drüber gehen. Da habe ich überhaupt gar keine Probleme, dass da irgendwie, ne, ist überhaupt nicht scharfkantig, ist angenehm. Der Schaft selbst hier ist dicht, das heißt, hier gibt es keine Öffnung, wo man theoretisch durchatmen könnte, wie es jetzt für die Anfängerfüller ist, also die Kinderfüller. Die sind ja meistens so gestaltet, dass gibt es eine deutsche Industrienorm, die aussagt, so für Schulfüller, für Kinderfüller, wenn man jetzt das Teil verschlucken würde, muss man noch durchatmen können. Also das ist hier nicht gegeben. Das Ganze ist dicht, genauso wie die Kappe hier. Da passiert überhaupt nichts, da kann man nichts durchatmen, aber wie gesagt, ist halt dicht. Von da würde ich darauf tippen, dass er doch eher für ältere Schüler ist oder halt Studenten. Oder man kann den halt auch sehr schön im Büro nutzen. Also ist hier aus Kunststoff, sieht eigentlich ganz gut aus, ist auch komplett durchgefärbt, ist toll. Dann kommen wir jetzt hier zum Griffstück. Das ist aus Metall komplett gefertigt, ist glänzend, auch goldfarben, verjüngt sich hier zur Mitte hin. Ja, ist durchgängig, ist dann hier so eine kleine Einbuchtung. Das Metall, wenn ich jetzt drauf fasse, würde leicht meine Fingerabdrücke hier annehmen. Also ja, ist halt glänzend und könnte ich halt Fettfinger drauf machen. Ist jetzt aber nicht so stark. Das Tolle finde ich hier, dass das nicht geradlinig ist, sondern so leicht geschwungen, dass wenn ich die Finger auflege, dann liegt hier zum Beispiel mein Zeigefinger, der liegt jetzt hier direkt ja, im Tal drinne und schmiegt sich auch schön an. Also gefällt mir echt gut. Die Finger liegen hier gut auf. Mein Daumen lege ich ja immer hier im hinteren Drittel dran. Also das Griffstück selbst ist hier schon groß bemessen. Aber normal liegt mein Daumen halt hier ein bisschen weiter hinter. Und da komme ich dann hier auch auf das Gewinde mit meinem Daumen leicht drauf. Das stört mich aber überhaupt nicht, weil hier spürt man großartig nicht das Gewinde. Es ist auch nicht scharfkantig. Ich habe damit jetzt schon sehr, sehr viele Seiten mitgeschrieben mit diesem Stift. Und ja, also wie gesagt, das Gewinde merke ich hier überhaupt nicht beim Schreiben. Hier, das Griffstück hat auch, also es wirkt sehr wertig durch das aus Metall ist. Und es ist leicht, wenn man es drauf anlegt, könnte es rutschig werden. Aber ich hatte jetzt noch nie Probleme damit, dass das hier so, naja, so geschwungen ist, dass hier in der Mitte sich verjüngt. Liegen die Finger halt auch eigentlich top drin. Und da es hier wieder zur Feder hin sich jetzt hier wieder größer wird. Also es ist konvex und hier geht es dann wieder nach oben und dadurch habe ich dann hier auch einen guten Punkt, wo dann meine Finger auflegen und sich dann quasi hier im Griff manifestieren, dass ich da auch viel Kraft aufbringen könnte und den dann schön festhalten kann. Also es könnte, also natürlich ist es Metall, es ist rutschiger als Gummi, aber man hat damit, also ich habe damit auch mit meinen manchmal schwitzigen Händen kein Problem. Kommen wir dann weiter hier zur Feder. Die Feder hier für diesen Student ist auch goldfarben. Das heißt, sie ist in demselben Farbton wie das Griffstück und alle anderen Zierelemente. Das Tolle hier an der Feder ist, dass das eine Bockfeder ist. Also alle Metallfedern von Kaweco sind Bockfedern. Das habe ich beim Support mal angefragt. Und so eine Feder mit Schraubmodul kostet zusammen 10 Euro. Also es ist jetzt überhaupt kein großer Preis. Ich kann die Feder jetzt hier einfach anfassen und kann die komplett ausschrauben. 10 Euro kostet der Spaß. Wenn ich eine andere Feder, eine andere Federbreite, also Federstärke kaufen möchte, 10 Euro kostet das im Versandhandel. Die kann ich auch einfach wieder nehmen, schraube die wieder rein. Und dann hätte ich rein theoretisch eine andere Strichstärke. Für diesen Student habe ich auch mehrere also goldfarbenen, also es ist eine Edelstahlfeder mit Iridiumpunkt, habe ich auch mehrere Schraubmodule schon gekauft.
und habe mir sogar mal eine Stubfeder hier für den Student machen lassen. Die gibt es nämlich nicht hier in den Goldfarben, sondern nur in den normalen Edelstahlfarben. Die habe ich mir damals in Spanien über einen spanischen Anbieter machen lassen. Die haben dann halt hier so eine leichte Goldschicht aufgezogen. Mache ich nochmal ein separates Video drüber. Wenn euch das interessiert, schreibt es bitte in den Kommentaren rein. Also wie gesagt, Federwechsel mit dem Schraubmodul, mit den metallenen Federn geht super einfach bei Kaweco. Rausdrehen, neue rein, fertig, habe ich eine andere Strichstärke. So, zur Feder selbst. Ich habe hier ein B drauf, wie ihr seht. Das heißt, es ist eine breite Strichstärke. Darüber kommt das typische Kaweco-Logo. Das ist das Runde, wie hier auch auf der Kappe. Dann habe ich hier links und rechts neben dem Luftloch Germany since 1838. Nee, 1883. Und hier dann so eine schöne Schwünge links und rechts noch daneben. Also ich finde, das sieht sehr gut aus. So sind aber eigentlich alle Kaweco-Federn, die mir jetzt untergekommen sind, also bis jetzt, die sind alle so. Also die sind alle identisch aus, egal ob sie jetzt von Yowo hergestellt worden sind. Das sind dann die Kaweco Sport aus Kunststoff. Die kommen von Yowo, da sieht das Design genauso aus. Oder der Perkeo, da ist die Feder halt ein bisschen breiter, aber die ist halt auch exakt so gestaltet wie hier der Student. Kommen wir zu einem Größenvergleich. Habe ich den Schneider Student, hier ein Lamy Allstar, den Kaweco Perkeo, den habe ich auch schon vorgestellt, den Schneider Ray, den habe ich auch vorgestellt, das ist ein Twisby Eco, das ist ein Schneider Easy, da werde ich auch noch ein Review zu machen. Das ist ein Pelikan Souverän M805 und das ist ein Kaweco Sport. Kommen wir zu einem Schreibbeispiel. Hier habe ich den Kaweco Student 70s Soul mit der Federstärke B. Das Papier ist ein Oxford Optic Paper. Das mag ich sehr. Das sind 90 Gramm pro Quadratmeter. Als Tinte habe ich heute drin Urbain Bleu. Ui. Myosotis oder so ähnlich. Ist eine sehr schöne Tinte. Geht hier wie hier drauf, so ins Blau, fliederfarbene. Gefällt mir persönlich ganz gut. So, machen wir hier ein paar Striche drauf. Das sind hier, wie ihr seht, also von der Feder her. Es gibt überhaupt gar keine Strichvarianz. Also es ist ein schöner, gleichmäßiger Strich, egal ob es jetzt diagonal oder horizontal die Striche ziehe, ist immer gleich. Ist jetzt auch etwas dicker, weil es halt eine B-Feder ist. Oh ja, wenn ich da ein bisschen, kommt ordentlich Tinte hier aus der B-Feder raus. Also, puh. Ja. Wenn ich ein bisschen drücke, also hier bei der B-Feder. Also man kriegt beim Schreiben merkt man, wenn man leicht aufdrückt, kommt mehr Tinte raus. Aber weil der schon so satt jetzt schreibt, also die Urbain-Tinte ist immer sehr, sehr fließfreudig. Also die fließt immer sehr, sehr gut. Und jetzt habe ich hier noch eine B-Feder, die wahrscheinlich auch noch viel Tinte ausbringt. Also ich kriege damit eine Linienvarianz. Also man kriegt es nicht so zu Gesicht. Man merkt, wenn man jetzt weiter aufdrückt, kommt sofort mehr Tinte geflossen. Wie hier zum Beispiel, seht ihr ja. Also Linienvarianz kann ich jetzt hier mit der B-Feder großartig nicht zaubern. Aber ist halt eine B-Feder. Eine B-Feder würde ich jetzt ehrlich gesagt auch nur nehmen, um jetzt ja, Unterschriften zu leisten. Ansonsten ist mir persönlich jetzt für normales Schreiben eine B-Feder zu fett. Fatis, Schoßhund, Jagd,
12 Boxkämpfer quer über Sylt. Also die Feder, das ist die ja auch an der B-Feder und auch meine M- und F-Federn, die ich hier vom Bock habe für diesen Füller, die gleiten einfach, also ich finde Bockfedern sowieso toll, die gleiten richtig hier schön übers Papier. Es ist hier auch das Optic Paper, ist ein schön glattes Papier. Also man gleitet hier richtig schön übers Papier drüber. Man hört das Feedback, also dass man schreibt, hört man, aber man spürt es überhaupt nicht. Also es gleitet hier einfach ganz wunderbar übers Papier drüber. Fast Writing ist auch möglich. Also mir gefällt das alles sehr gut. Toll finde ich hier, das ist ja immer mein Test. Ich mag ja, wenn hier vorne im vorderen Drittel der Schwerpunkt liegt vom Füller, sodass ich hier quasi immer hier im vorderen Drittel auf meinem Mittelfinger der Füller aufliegt. Das mag ich ja sehr und das ist hier auf jeden Fall gegeben. Der Schaft ist nämlich hier schön aus Kunststoff und das Griffstück ist aus Metall und demnach auch schwer. Und hier liegt der Füller sehr, sehr gut vorne auf meinem Mittelfinger. Also ich liebe es. Ich schreibe auch sehr, sehr gerne mit dem Füller. Man kann jetzt hier die Kappe aufkippen, das funktioniert auch. Aber mag ich nicht. Wie ihr seht, hier für eine normale Männerhand dürfte es jetzt nicht viel kürzer sein. Aber so ist er zumindest für meine Hand optimal. Mag ich. Kommen wir zum Fazit. Farblich finde ich den Stift so in der Farbgebung jetzt hier sehr, sehr attraktiv. Es ist eine schöne Farbe, aber dadurch, dass es jetzt eher so pastellfarbend gehalten ist, gefällt es mir halt sehr, sehr gut. Also ist auf jeden Fall, als Student kann man den super nutzen oder ich benutze ihn auch im Büro, weil ich finde ihn halt dezent und trotzdem schön mit Farben. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Also er ist bürogeeignet auf jeden Fall. Man kann damit schreiben. Er liegt sehr gut in der Hand, wie ich finde. Also ich schreibe sehr gerne mit diesem Füller. Es ist auch ein Alltagsfüller. Ich wechsle auch mal die Feder, weil ich habe ja mehrere Federn. Mit dem Schraubmechanismus kann man die ganz leicht wechseln. Also ich wechsle die öfters und habe dann zwar denselben Stift, aber mit einer anderen Federstärke. Und so kann ich ihn dann verwenden, um jetzt mit einer F-Feder zum Beispiel, um Anmerkungen zu machen. Oder eine B-Feder hier, um eine Unterschrift zu leisten. Kann man hier alles mit dem Stift machen. Liegt wunderbar, wie gesagt, in der Hand. Gefällt mir gut. Er ist mein täglicher Alltagsbegleiter. Also ich habe den sehr, sehr oft immer mit. Also es ist einer neben meinem Pelikan, der immer mit mir mitreißt. Also es ist auch mal, ist also der Füller hier ist auch ein Geschenk von einem Freund gewesen. Ja, also ich schreibe sehr, sehr gerne mit dem Füller. Er hat für mich persönlich, verbinde ich was auch mit dem Füller. Aber nichtsdestotrotz würde ich auch jedem diesen Studentenfüller ans Herz legen. Entweder mit der Farbgebung, wie er hier ist, oder einer anderen Farbgebung oder in einem klassischen Schwarz, da ist er dann auch günstiger. Also jeder, wie er mag. Fürs Studium könnte ich den auch empfehlen. Kann man wunderbar und lange mit schreiben, auch sehr viele Seiten. Liegt super in der Hand. Also von mir gibt es eine klare Kaufempfehlung. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Vielleicht könnt ihr mich auch abonnieren. Ich freue mich immer drauf, wenn die Abonnentenzahlen nach oben gehen. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.